Ein Engel hat für dich immer Zeit, das ist der Engel. Wir sind Marie und Charlotte und wir werden Sänger. Ich bin Alina und ich habe Keyboard gespielt. Ich bin Daniel und ich habe Caron und Chainring gespielt. Ich bin Johanna und habe E-Gitarre gespielt. Ich bin Simon und habe Klarinett und Schlagzeug gespielt. Schneller! Mann, langsamer! Wir haben's doch abgemacht! Nein, Mädels, schneller! Der Cover-Contest ist folgendermaßen aufgebaut. Es gibt erst einen klasseninternen Wettbewerb, wo jede Klasse ein Cover zu diesem Schuljahresmotto-Song erstellt. Und der beste von diesen Songs wurde dann der Schulöffentlichkeit vorgestellt. Unser Lied heißt Die kleine Schnecke Elisa. Die kleine Schnecke Elisa war einmal im Tod. Ich habe das Rhythmus eingespielt und gesungen und ich bin die Elisa. Hallo, ich bin die Inni und ich habe Caron gespielt und die zweite Stimme gesungen. Ich bin die Vicky und ich habe auch das Singen übernommen und Gitarre gespielt. Ich bin Maria und ich habe Gitarre gespielt und gesungen. Nur kurz verschnaufen, hier und da immer. Es war sehr, sehr schön. Die Gewinner waren echte und sind echte Ohrwürmer. Wenn man die mal gehört hat, gehen sie eigentlich so schnell wieder aus dem Kopf heraus. Wir haben den Rahmen gestellt und die Schüler haben es ausgefüllt. Die Kleinen haben sich noch sehr am Original orientiert, die Größeren haben es immer freier interpretiert. Aber das war ihre Aufgabe, das selber zu gestalten. Und wenn die Leute über dich lachen und sagen, das musst du schneller machen, dann lass dir Zeit. Die Schnellen kommen nicht schneller als ihr. Es sind doch andere will. Und lass dir Zeit. Also, wir hatten 6 Monate Zeit im Musikunterricht und am Anfang hatten wir, glaube ich, so ein bisschen ein Problem auf ein bestimmtes Thema uns sozusagen festzulegen und haben dann aus dem Originallied viele Einzelstücke rausgenommen. Und dabei sind wir auf die Schnecke gekommen. Haben dann so ein bisschen im Witz angefangen. Es war dann aber doch ganz niedlich und das haben wir dann also so übernommen. Ja, und während den Proben hat uns unser Lehrer begleitet und uns sehr geholfen und auch unsere Lehrerin hat uns immer wieder Tipps gegeben. In den ersten 3 Wochen haben wir eigentlich mehr oder weniger nur Mist gebaut und danach haben wir 2 Wochen uns ganz doll angestrengt, dass wir da ein bisschen was auf die Reihe gekriegt haben. Und danach hinterher haben wir noch geprobt, geprobt, geprobt und verfeinert. Schneller! Nein, langsamer! Nein, schneller! Langsamer! Das reicht, hat Spaß gemacht. Es war super. Also mir hat es sehr gut gefallen. Also es sind Stücke entstanden, waren atemberaubend. Also waren wir als Erste dran, wo wir dann die Ersten gesehen haben, waren wir schon ziemlich aufgeregt. Aber wo wir dann angefangen haben zu singen, haben wir dann auch beim Refrain zumindest sehr viel mitgeklatscht. Und das bei dem Headbanking haben wir auch viel wirklich, naja, ich würde mal sagen, mitgefeiert. Und dadurch war das dann eigentlich alles ganz cool. Wir haben den Preis gewonnen und da haben wir 1 Stunde freien Tag und ein bisschen Geld bekommen. Und für den Geld waren wir in Magdeburg in der Ausstellung Karl den Großen. Wir haben dort übernachtet und konnten dann eine Weile rumlaufen und Quatsch machen. Also es hat sehr viel Spaß gemacht und wir sind alle total zufrieden mit dem, was entstanden ist. Ich würde mir wünschen, dass wir sowas wieder mal haben. Würden es auch wieder tun, weil es einfach nur eine tolle Erfahrung war. Es hat auch richtig Spaß gemacht.